Hi, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim neuen Video. Heute bin ich schlecht drauf. Ich hoffe, das merkt man im Video nicht. Ich bin heute aufgestanden und hatte total schlechte Laune. Das nennt man Stimmungsschwankungen. Und ich war ich bin jetzt 23. Woche. Ich war am Dienstag, den 1.10. beim Frauenarzt zum Organscreening. Vom Frauenarzt erzähle ich euch gleich. Ich würde euch jetzt schnell vom Tagebuch vorlesen und dann vom Frauenarzttermin erzählen. Und ja, die Lea spielt hinter mir. Ich hoffe, das stört nicht. So, dann fangen wir einfach schnell an, dass das Video nicht ewig lang wird. 154 Tage, 27.09. Heute ging es mir soweit gut, nur hatte am Abend leichte Knieschmerzen. Heute saß ich im Auto und hat sich das Baby ganz doll bewegt. Ja, mir ging es ganz gut. Leichte Knieschmerzen, das habe ich ja öfters. Und wenn ich im Auto sitze und den Gurt halt um den Bauch habe, dann habe ich das Gefühl, dass das Baby den Gurt nicht so gern mag, weil es dann immer Radau macht. Aber irgendwie auch voll süß, oder? 155 Tage, 28.09. Heute konnte ich nicht einschlafen, war oft wach, wichs leer. Dann so um 3 extreme Knieschmerzen, war heute sehr emotional, weil gerade alles stressig ist und die Nächte so kurz. Wenn ich falsch sitze oder mich blöd bewege, zieht es im Oberschenkel bis zur Hüfte. Am Abend sehr müde, mal schauen, wie ich schlafe. Ja, wie immer schlecht geschlafen. Um 3 Uhr hatte ich solche extremen Knieschmerzen, hat nicht mal das Hochlegen was gebracht. Und da war ich sehr emotional, glaube traurig, genervt, schlecht drauf. Weil gerade alles ein bisschen stressig ist, vor allem die Nächte. Dann so privat ein bisschen, aber das wird schon wieder vergehen, hoffentlich. Und ja, das ist halt ein bisschen stressig. Wenn ich falsch sitze, ja genau. Ja, das ist, wenn ich falsch sitze oder falsch aufstehe oder ich weiß auch nicht, dann zieht es mal richtig so, dass ich gar nicht gescheit aufstehen kann, dass ich 10 Minuten zum Aufstehen brauche oder dass ich mich anders hinsetzen muss. Also ist ganz schlimm. Ja, dieser komische Ischias-Schmerz, wie man es auch immer nennt. Mal schauen, wie ich schlafe. Ja. 156 Tage, 29.09. Heute habe ich so gut geschlafen, wie schon lange nicht mehr. Hippie. Eine Nacht mal gut geschlafen. Hatte heute etwas Kopfweh. Heute ist im Sitzen mein Fuß eingeschlafen und dann bekam ich noch einen Krampf dazu. Tat echt weh und konnte ein paar Minuten meinen Fuß nicht bewegen. Lea war bei der Oma, deswegen haben wir sehr gut geschlafen. Ich bin, glaube ich, Entschuldigung, ich bin, glaube ich, kein einziges Mal aufgewacht und ich habe einfach super geschlafen. Es war ein Traum. Hatte aber am nächsten Tag ein bisschen Kopfschmerzen, aber es war mir immer noch lieber, als wie die ganze Nacht rumzuwälzen oder Knieschmerzen zu haben. Ja, dann haben wir gegessen und dann ist mein Fuß eingeschlafen. Das war mir vor der Schwangerschaft so. Ihr kennt doch bestimmt diese Bierbänke, die wo auch zum Beispiel in Bierzeit stehen oder so. Und wenn ich da drauf sitze, längere Zeit, schläft immer mein linker Fuß ein. Das ist so. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach so. Und dann ist mir gestern einfach, zwar auf einem normalen Stuhl, aber da ist mein linker Fuß eingeschlafen. Dann bin ich aufgestanden und dann kam ich noch einen Krampf dazu. Und das tat sowas von weh. Ich konnte keinen Schritt mehr bewegen. Ich habe aua, 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 aua gesagt, glaube ich. Und ich konnte wirklich nicht bewegen. Gott sei Dank ging es dann nach ein paar Minuten wieder weg. War echt nicht normal. So, 157 Tage, 33.09. Nach einer guten Nacht war leider wieder Schluss. Die Nacht wieder öfters wach, habe gerade sehr viel Stress. Deswegen oft kaputt und fertig, sonst keinerlei Beschwerden heute. Ja, da muss man nicht viel dazu sagen. Die Nacht war leider wieder schlecht, weil die Lea wieder da war. Ja, sehr viel Stress und kaputt, da muss man ja nicht viel sagen, das haben wir ja schon. 158 Tage, 1.10.
Das ist der Frauenarzttermin, den erzähle ich euch später. Jetzt sehe ich nur noch die Beschwerden. Hundemüde, Nackenschmerzen, Lea. Mir ging es nicht gut und gelaufen wie ein Ochse. Ja, die Nacht war, glaube ich, noch schlimmer wie die davor. Ich war wirklich müde. Nackenschmerzen kam ich noch dazu. Und mir ging es auch an dem Tag gar nicht gut. Mir war ein bisschen schlecht und ich war eigentlich nur im Bett gelegen bis zum ausgerechnet beim Frauenarzt, aber den hatte ich erst am Abend. Aber davor war ich nicht nur im Bett gelegen. Und ja, beim Frauenarzt bin ich dann gelaufen wie ein Ochse. Ich habe mich noch irgendwie zusammenreißen können, dass es nicht so auffällt, aber es tat echt weh und ich bin gehumpelt. Das ist echt schlimm mit dem Schmerz. 159 Tage. 2.10. Heute habe ich etwas besser geschlafen, war zweimal wach. Meine Nase trocknet immer aus und total schnell. Und beim Schneuzen hatte ich Nasenbluten, bekomme oberhalb vom Bauch die ersten leichten Streifen. Seit Lea gestern ihre Schwester auf dem Ultraschall gesehen hat, sagt sie dauernd Baby und zeigt auf ihren Bauch. Dann sage ich, bei mir ist Baby drin, dann gibt sie mir einen Bussi auf den Bauch. Ja, die Nacht war mal besser. Ja. Meine Nase, die trocknet wirklich schnell aus. Nach 2 Minuten ist dieses Trocken wie Stein. Vor allem in der Nacht trocknet die so schnell aus. Und dann tue ich ein bisschen Schneuzen. Und dann habe ich so leichtes Nasenbluten. Also nicht stark, aber so leichtes. Und ich finde es ein bisschen eklig. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Aber ich hoffe, das geht schnell wieder weg, weil meine Nase ist so steintrocken und irgendwie, das kann man schwer beschreiben. Ja, ich bekomme oberhalb vom Bauch Streifen. Ganz kleine, leichte, aber man sieht sie, ich sehe sie natürlich schon. Und weil mein Bauch eben bloß oberhalb im Moment wächst, das zeige ich euch dann später, wenn ich meinen Bauch zeige. Wird man wahrscheinlich nicht gut sehen, aber ich versuche es auch trotzdem zu zeigen. ja, Lea war ja gestern dabei und seit sie am nächsten Tag immer Baby, 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 hat sie gestern vom Baby erzählt und dann zeigt sie auf ihren Bauch immer, tut sie den Pulli hoch und zeigt auf ihren Bauch Baby, Baby, und dann sage ich, auf meinen Bauch, dann sage ich, da ist Baby drin. Und dann kommt sie, gibt mir einen Bussi auf den Bauch, voll süß, echt. Dann weiter. 160 Tage, 3.10. Heute soweit keine Beschwerden, nur wird das mit dem Laufen immer schlimmer. Kann mich kaum bewegen, beziehungsweise laufen. Jeder Schritt tut weh. Haben heute Kürbisse. Oh, ja. Ich hab das doch vorhin in die Kiste getan. Jetzt wisst ihr mal, wie es hier immer aussieht. Ja. Haben Kürbisse geschnitzt, ich habe dann eine Kürbissuppe gekocht und habe gerade Probleme mit der Hautunreinheiten. Ja, also mit dem Laufen, das wird immer schlimmer, das ist ganz schlimm. Gestern war es echt schlimm. Ich konnte nicht liegen, nicht sitzen, nicht aufstehen, nicht laufen. Also manchmal meine ich wirklich, ich habe keinen Fuß mehr. Ich muss auf einem Fuß laufen. Und das geht so schlecht. Und wenn ich dann es ist meistens der rechte Fuß, wenn ich dann mit dem rechten Fuß auftrete, dann zieht es so, dass ich mir irgendwie festhalten muss, dass ich nicht umfall. Also, oder wenn ich auch falsch aufstehe oder falsch sitze. Gestern waren wir bei einer Besuch. Und da konnte ich nicht mehr aufstehen. Das war voll peinlich. Also, ich habe echt, glaube ich, 5 Minuten gebraucht zum Aufstehen. Aber sie hat dann gesagt, ja, das Kind wird wahrscheinlich auf Nerven liegen. Ich sage, ja, typisch Mädchen. Die wollen mich alle ärgern. Ja, gut. Ja, da haben wir Kürbisse geschnitzt mit der Lea. Es hat echt Spaß gemacht. Suppe gemacht. Das Kürbissuppe ist nicht so mein Ding. War es eigentlich noch nie, aber ich habe mir gedacht, ich muss sie halt so nutzen, weil es nicht schmeckt. Aber irgendwie ist das trotzdem nicht so mein Ding. Ich habe die jetzt eingefroren. Und werde die als Diät nehmen, dass ich ihn da ein bisschen damit Diät mache. Ich hoffe, die halten noch so 5 Monate. Ja. Ja, und Unreinheiten habe ich leider auch.
weil ich habe ein bisschen Pickel bekommen und normalerweise habe ich da nicht so die Probleme, aber auf einmal habe ich so Pickel bekommen und ja, ich hoffe, das geht ganz schnell wieder weg, weil ich hasse das. Ja, Leute, das war die Woche. Erzähle ich euch vom Frauenarzttermin. Ich war ja beim Organscreening. Ich war beim Organscreening und da wird ja alles geschaut, ob alles gesund ist. Die Organe, das Gehirn, Oberschenkelknochen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wird da alles geguckt, auch Rücken. Was? Was ist denn? Offener Rücken und sowas wird um Wirbelsäule geschaut. Mama, Baby. Lea, auf jeden Fall ist das Kind, ich lese euch das immer vor. Papa und Lea war dabei. Ich hatte erst den Wehenschreiber, keine Wehen. Herztöne kommen beim nächsten Termin dran. Ja, die haben mir Wehenschreiber dran gemacht, um zu schauen, ob Wehen drauf sind. Gab es keine. Beim nächsten Termin kriege ich dann die Herztöne zu hören. Da freue ich mich riesig. Die Untersuchung, das ist ganz grün, alles sieht super aus, Größe und Gewicht auch. 400 Gramm wiegt es jetzt. Das Geschlecht wird es zu 90% ein Mädchen. Ja, 90% wird es ein Mädchen, hat halt nochmal geschaut. Das Kind lag wieder nicht so wirklich gut, also ich weiß ja, warum ich die Schmerzen habe, weil der. Er hat wirklich gesagt, der Kopf liegt auf der rechten Seite so. Ich zeige es euch später auch mal nochmal kurz. Bohrt richtig in meine Hüfte rein. Und deswegen tut es auch so weh. Ich hoffe, das Kind dreht sich mal, damit es ein bisschen besser wird. Also nicht normal. Und er hat eben gesagt, ja, das sieht schon sehr nach Mädchen aus. Man sieht kein Zipfi oder so. Und zu 90% wird es ein Mädchen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach drauf aus, dass es ein Mädchen wird. Und wenn es ein Junge wird, dann ist es halt so. Aber wir gehen jetzt einfach darauf aus, dass es ein Mädchen wird oder dass es eine Emilia Sophie wird. Der Name steht auf jeden Fall schon fest. Und ja, wenn es ein Junge wird, dann ist es halt eine Überraschung. Ist aber auch nicht schlimm. Wäre nicht schlimm, aber es ist auch nicht schlimm, dass es jetzt wahrscheinlich ein Mädchen wird. Also, er schaut auf jeden Fall am nächsten Termin nochmal. Aber er hat gesagt, es wird höchstwahrscheinlich ein Mädchen. Also, es wird einfach ein Mädchen. So, jetzt. Lea war ganz begeistert, hat immer Baby gesagt. Also, mein Ultraschall. Oh, das Baby, das Baby. Was ist süß, ehrlich. Ich wiege jetzt 77,2 Kilo. Ja, ich habe zugenommen. Viel zu viel. Ich habe, glaube ich, wie viel habe ich denn gewonnen? Ich schaue schon nach, Leute. Ich habe davor 85,5 gewogen, jetzt wiege ich 87,2. Wenn ich mich nicht irre, ca. 2 Kilo. Viel zu viel, finde ich, in 4 Wochen. Und noch 1 Kilo, dann wiege ich wieder 88,2. Das habe ich vor meiner Diät gewogen. Und ich habe ja noch ein bisschen vor mir. Leider. Und da habe ich echt Angst, viel zuzunehmen, weil ich eben eh schon mir schwer tue. Und auch danach werde ich mir schwer tun, das alles wieder runterzubringen. Aber Hauptsache, mein Kind geht's gut. Da mein Organscreen, ja, alles in Ordnung. Da hat er eigentlich alles. Man kann ja da alles ankreuzen, aber das versteht doch kein Mensch. Also manches verstehe ich schon. Und das ist halt alles so gekritzelt. Ich verstehe da überhaupt nichts, aber er hat gemeint, es ist alles super. Und da von daher passt es alles. Ein Ultraschallbild zeige ich euch noch. Ich habe zwar nicht so ein schönes diesmal bekommen, aber es geht eben. Die hat echt einen Knall, oder? Lea! Ist gemütlich, oder? So, Entschuldigung. So, hier ist das Baby. Das ist der Kopf. Ich zeig's euch mal so. Da ist die Faust oder die Hand.
Das ist der Bauch. Das sind so die Augen. Da die Nase ungefähr. Ich kann es jetzt nicht so gut erklären. Aber ich fühle mich da voll beobachtet. Was meint ihr? Ich glaube, das hat mich da voll anschaut. Oder uns. Auf jeden Fall total süß auch. Ja. Jetzt bin ich, glaube ich, schon fast fertig. Das Video ist halt sehr lang. Aber ich hau euch das also erzählen. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe es so sehr. Jetzt zeige ich euch noch meinen Bauch. Und dann sind wir schon fertig. Meine Hose. Das ist schon wieder so Schmerzen beim Aufstehen. Das ist echt schlimm. So, ich zeige Ihnen jetzt meinen angezogenen Style. Dann meine Nase läuft wieder mal. So sieht er angezogen aus. So von hier. Also hier wächst er halt richtig. Und hier ist er auch richtig hart. Und hier habe ich halt schon die ersten Streifen. Das sieht man jetzt kaum. Vielleicht seht ihr das. Hier den Strich da. Yes. Also einen Strich habe ich schon mal. Und hier ist halt schon richtig. Hier fängt es an, hart zu werden. Also schon richtig weit oben. Also hier merkst du richtig die Wölbung. Und hier hört es auf. Und hier unten ist die rechte Seite. Da wird das Kind mit dem Kopf liegen, was richtig reinbohrt. Auf dem Ultraschall hat man es gesehen. Und ja, und das hat man halt total gesehen auf dem Ultraschall. Und wollte ich noch kurz mal zeigen. Ja, Leute, wir sind schon wieder fertig mit meinem Update. Meinen nächsten Frauenarzttermin habe ich am 4.11. Da kriege ich meinen Blutzuckertest. Gefällt mir gar nicht, aber muss sein. Ich habe auch ein bisschen, ich habe ja auch Übergewicht. Vielleicht habe ich ja Diabetes oder so. Mal gucken. Ich hasse Spritzen sowieso über alles, aber ich mache es halt für mich und für mein Kind. Und ja, da kriege ich dann mein erstes CTG wahrscheinlich. Ich hoffe es. Ultraschalltermin, weil ich kriege immer einen Ultraschall, also es wird immer nach dem Baby geschaut, weil ich dafür bezahlt habe, dass ich jedes Mal einen Ultraschall bekomme. Habe ich bei der Lea auch gemacht. Deswegen kann ich jedes Mal erzählen vom Ultraschall. Und ja, also Leute, das Video ist schon wieder zu lang. Also Leute, wir sehen uns am nächsten Freitag mit einem neuen Update und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Tschüssi!